Ja, herzlich willkommen zu diesem Abschluss des Seminars Barrierefreie Kommunikation im Sommersemester 2020, das unter sehr besonderen Bedingungen stattgefunden hat. Und ich möchte Ihnen und euch heute danken für die tollen Ergebnisse, die im Verlauf dieses Semesters entstanden sind. Und auch für eure Bereitschaft, euch auf diese besondere Form der Präsentation des Seminaraufbaus einzulassen, nämlich dass wir ungefähr zu einem Drittel eine Inputphase hatten zum Thema barrierefreie Kommunikation. Zum Zweiten, dass wir in Gruppenphasen zu unterschiedlichen Themen gearbeitet haben. Und parallel dazu ich euch Möglichkeiten gezeigt habe, wie ihr mit digitalen Tools eure Ergebnisse idealerweise präsentiert. Das, was jetzt entstanden ist im dritten Teil und das, was wir uns gemeinsam im Seminar angesehen haben, zeigte, wie vielfältig ihr euch auf diese Angebote eingelassen habt. Und ich möchte ganz gern abschließend für dieses Semester und dieses Seminar einen Blick mit euch gemeinsam auf die Ergebnisse werfen, die ich veröffentlicht habe auf dem Blog Linkdrafts, die linguistischen Werkstattberichte, die genau für solch einen Zweck gemacht sind und vor allen Dingen, die möglicherweise auch eine neue Form der Wertschätzung studentischer Arbeiten befördern. Genau, also hier in diesem Artikel zum digitalen Semester sind die Ergebnisse aus zwei Seminaren zusammengefasst, nämlich einmal der barrierefreien Kommunikation und zum anderen den kleinen Textformen. Ein Seminar, das ursprünglich parallel geplant war, gemeinsam mit Annette Pollack für die sprachdidaktische Aufarbeitung für die Schule. Aber schauen wir uns einmal die Ergebnisse zur barrierefreien Kommunikation an. Zunächst gestartet sind wir mit einem Flyer zur Aufklärung, wofür unser Wasser gebraucht wird und wofür wir es dringender durchaus mit einer umweltpolitischen Implikation von Jürgen Ganze, Franziska Prange und Isabel Schubert. Wir haben das Ganze im Seminar diskutiert und stellenweise dann noch Anmerkungen und Kritik dazu gegeben. Ich halte diesen Flyer für sehr, sehr gelungen und würde anregen, dass man genau in diesem Kontext weiterarbeitet. Auch das Verso-Team, also um Juliane Heidelberger und Liane Trösler, war davon begeistert. Und wenn ihr mögt, habe ich hier für euch die Diskussion dieser Arbeitsversion auf YouTube hinterlegt. Ein weiterer großer Schwerpunkt im Semester waren Kinderbücher. Hier gab es zwei Ergebnisse, die wir gezeigt haben, die sich mit Ausarbeitungen und direkt mit der Übertragung von Texten in verständliche und einfache Sprache beschäftigt haben. Zunächst Emil und die Detektive, hier mit einer aufgenommenen Audiospur zur Kombination von Julia Auer, Lisa Marie Lieske und Jessica Schreiber. Und exemplarisch habe ich ein Kapitel aus dieser Übertragung in unseren Beitrag hier mit übernommen. Das Zweite, jetzt muss ich den Faust kurz überspringen, das wir im Seminar nicht besprechen konnten von Jördis Lenfer und Lisa Mehnert, ist eine Übertragung eines Klassikers, der schon bearbeitet worden ist von Barbara Kindermann für den Kindermann Verlag in der Reihe Weltliteratur für Kinder. Und diese Übertragung ist leider auch nicht vollständig. Es fehlt ein kleiner Teil, aber in dem zweiten Teil könnt ihr euch einen Eindruck davon machen, wie eine Übertragung in einfache Sprache des Macbeth, also eines Klassikers nach William Shakespeare, realisiert werden könnte. Zu guter Letzt ein vollkommen eigenständiges Produkt, nämlich ein Interview über die Frage der Kinderbücher im Kontext barrierefreier Kommunikation von Mirjam Meyer, Gina Petrowski und Ole Schütze. Und dieses Interview selbst konnten wir im Seminar hören und ich würde Ihnen empfehlen, das gleich zu tun und nachzuhören. Ein weiteres wichtiges Thema, das uns im Seminar beschäftigt hat, war die Frage von Übertragung von in der Regel zu stark konventionalisierten Texten, also sprich Formularen.
Hier ging es um die Frage von Narkoseaufklärung im Krankenhaus. Damit haben sich auseinandergesetzt Dolores Krieger, Verena Müller, Ulrike Pfeiffer und Janine Wagler. Und herausgekommen ist eine Broschüre zur Aufklärung, alles, was Sie vor Ihrer Operation wissen müssen, mit eigenen Illustrationen, die in Abstimmung mit dem Verso-Team durchaus als druckreif gelten kann. Und mit Sicherheit werden wir diese Ergebnisse noch weiter bearbeiten, fortsetzen und dann im Kontext von Verso und der Verso GmbH weiter verwenden. Heute haben wir uns zuletzt, das springe ich mal gleich drauf, weil es hier auch noch in diesem regionalen Kontext verortet werden kann, das Seminar abgeschlossen mit einer Präsentation von Alexander Bertel, Isabel Derich und Max Lippert zur barrierefreien Kommunikation im Alltag. Diese Gruppe hat insgesamt 7 Interviews geführt, die sie öffentlich verfügbar macht. Und ich kann nur empfehlen, diese Interviewreihe zu sehen und vor allen Dingen die Problembereiche zu identifizieren, die gemeinsam zu identifizieren, die in diesen Interviews genannt werden. Die sind auch in dieser Präsentation gelistet und können hier öffentlich eingesehen werden. Sie bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte, um sich mit dem Thema barrierefreie Kommunikation weiter auseinanderzusetzen. Und das ist auch im Kontext einer Diversitätsstrategie für unsere Hochschule sehr wichtig. Und diese Ergebnisse sind äußerst ertragreich und können hier weitere Anknüpfungspunkte bieten. Schließen möchte ich mit einem Thema, das uns vorher beschäftigt hat, nämlich der leichten Sprache in anderen Sprachen. Von Aliene Rhein, Marlene Schindler, Virginia Schnedelbach und Erik Gebel. Auch sie haben einen Podcast, also eine Podcast-Folge produziert und haben gleichzeitig sich eine Präsentation eingestellt, die als OER voll verfügbar ist, also das heißt als Präsentation selbst geladen werden kann und dann in verschiedenen Kontexten bearbeitet werden kann und einzubetten ist. Und diese Präsentation bietet einen Überblick darüber, wie das Thema leichte Sprache im europäischen Kontext diskutiert wird und an welchen Stellen man hier weitere Verbesserungen vornehmen kann, und sind zahlreiche Empfehlungen aufgenommen. Ja, das ein kurzer Seminarrückblick auf die Ergebnisse, die die Studierenden dieses Seminars öffentlich zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass das Schule machen kann und würde mich sehr freuen, wenn wir im nächsten oder über das nächste Semester an diese Ergebnisse anknüpfen können und sie dann in einen weiteren Kontext stellen, nämlich in die Arbeit mit der Verso GmbH. Vielen Dank für das Semester. Es hat mir eine große Freude gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass alle, die daran beteiligt waren, ihr Bestes gegeben haben und hoffe, dass mit dem ein oder anderen Input und Gesprächserlebnis, das sich in diesem Seminar geboten hat, zahlreiche Fragen, Ideen und Wünsche aufgekommen sind im Hinblick darauf, an welchen Themen man persönlich gern weiterarbeiten möchte, vor allen Dingen, wenn man auf Lehramt studiert und in die Schule gehen wird. Ich darf noch kurz Werbung machen für die Reihe Digitale Lehre, die sich mit Interviews im Moment von Studierenden auseinandersetzt. Erik Gebel, der Name ist schon gefallen. Schauen Sie sich diese Interviews an, um sich auch auf die Lehre im Wintersemester entsprechend vorzubereiten. Und bis dahin darf ich Ihnen aber eine sehr schöne vorlesungsfreie Zeit wünschen und bin herzlich, hoffentlich auf bald, Ihr Alexander Lasch.